Bonjour, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen in der Stadt der Liebe in Paris. Hinter mir, da seht ihr das Moulin Rouge. Wir sind auf jeden Fall eingeladen worden von Kajak. Und die haben eine richtig coole Reise-App. Und die wollen wir euch heute vorstellen. Jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf Entdeckungsreise durch Paris. Nicht nur den Eiffelturm, nicht nur Notre Dame, sondern wir werden uns auch in die Katakomben begeben, wo damals im Untergrund von Paris die Toten begraben wurden. Parken in Paris, ein echter Traum. Alles gestoppt, der komplette Verkehr, weil da einer rein will. Und Bäume gibt es oben drauf. Also das ist hier überhaupt kein Thema. Guckt euch mal an, wie nah der da dran steht. Der Eiffelturm ist in Wirklichkeit nur so groß, fast so groß wie die kleine Canan. Die ist nämlich auch dabei. Hallo Canan. Und die Anna. Und der Benny ist am Start. Ja, und wir haben keinen Bock, da jetzt jahrelang anzustehen, weil heute stehst du da ewig. Aber gibt's einen guten Tipp? Genau, wir haben einen Tipp für euch. Fahrt einfach zur Sacré-Cœur. Das ist eine wunderschöne Kirche, die steht auf dem Berg, ein Stück weg von hier. Aber man hat einen Hammerblick auf die Stadt, also genauso gut wie der Eiffelturm. Den sieht man sogar aus der Ferne. Also können wir sehr empfehlen. Und apropos gute Tipps, wir stellen euch jetzt mal die Kajak-App vor. Und das ist sie, die wunderbare Kajak-App. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, kann ich mal hier meinen Paris-Trip steckt abchecken. Sie hier direkt auch in mein Hotel. Und das Gute ist, ich kann mir direkt auch einen Fahrer rufen und was weiß ich was. Und wenn ihr mal im anderen Land seid, hier auch die Gradzahl, wie das Wetter ist, gerade 12 Grad, ist völlig in Ordnung. Aber wenn ihr zum Beispiel mal im anderen Land seid, wo eine andere Sprache gesprochen wird oder andere Schriftzeichen sind, auch sehr gut hier die Ansicht für den Fahrer. Da seht ihr, das ist unser Hotel. Und gerade in Japan beispielsweise hatten wir das Problem, dass wir uns da nicht verständigen konnten, weil die Leute kein Englisch konnten und Co. Und dann war das sehr, sehr praktisch. Das können wir mal schließen und jetzt zeige ich euch, wie wir denn dieses tolle Hotel gefunden haben. Denn hier über die Suche könnt ihr Hotels checken, Flüge checken und Mietwagen. Und da gibt es natürlich diverse Filtereinstellungen, wie ihr das noch optimieren könnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier vom 10. bis 13. Januar ein Zimmer in Paris hätte ich gerne. Und da können wir jetzt auch nach Preis, nach Entfernung und nach Bewertung filtern. Obendrauf haben wir hier Flüge. Zum Beispiel von Paris nach Paris, ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel von Berlin nach Paris, typischer Flug, 10. Januar, wollen wir nach Paris nochmal düsen, von Berlin aus. Und jetzt rechnet er durch und checkt dir garantiert den günstigsten Flug ab. Und das geht ja mal klar. 59 Euro ab nach Paris. Obendrauf gibt es Mietwagen. Können wir auch checken, zum Beispiel Mietwagen in Paris, hätte ich auch gerne. Und da seht ihr, der lädt rein. Und da Fiat 500 für 28 Euro. Da kann man auch auf jeden Fall nicht meckern. Das Gute ist, ihr habt sogar auch eine Watchlist. Wenn ihr zum Beispiel denkt, ey, im Januar würde ich gerne nach London fliegen, wie ich jetzt zum Beispiel, ja? Und dann könnt ihr hier in der Watchlist alles angeben und werdet dann informiert, sobald der beste Preis am Start ist. Sehr, sehr hilfreich. Das ist keine Statue, das ist ein Mensch, der sich als Statue verkleidet quasi. Aber man sieht, er bewegt sich und er steht dann stocksteif zwischendurch. Super Kostüm. Auf jeden Fall ist hier am Wochenende doch durchaus viel los. Zwar nicht so viel wie am Eiffelturm, aber ihr wartet natürlich auch ein bisschen. Aber halt lange nicht so lange wie am Eiffelturm, um da nach oben zu kommen und dann den Blick über Paris zu riskieren, der ja sehr schön ist, oder Benni? Wow, Hammer, ey. So eine Aussicht habe ich echt noch nicht gehabt über Paris. Die ganze Stadt vor allem. Und die ist ja echt riesig. Also kann man mit deutschen Städten kaum vergleichen, ey. Hammer. Jetzt sind wir in der Kirche drin und da sieht man, wow, das sieht richtig cool aus. Schöner Altar und Pipapo. Wenn man hier mal die Decke anschaut, alter Schwede, vielleicht war dir auch schon mal ein Sacré-Cœur. Jetzt geht's nach da oben. Ja, Benni, jetzt nur noch 300 Stufen nach oben, oder? Ja. Easy going. Bisschen eng hier. Die anderen sind schon nach oben gelaufen und guck mal hier, ey, jetzt 300 Stufen, ist ja fast bei mir zu Hause. Alter Schwede, wie das hier auch heilt, im Kirchengang. Da kriegt man auf jeden Fall einen Drehwurm. Alter Schwede, kannst du noch? Boah, ne. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ja, Mann. Jetzt gehen wir hier irgendwo um auf der Kirche. Es geht noch höher. Es geht noch höher, Freunde. Oh nein. Guck mal da. Oh nein. Oh nein.
vor den Katakomben von Paris. Und ich will euch mal kurz zeigen, hier ist die absolute Oberschlange. Moin! Hier ist die absolute Oberschlange. Und auch viele Deutsche hier schon getroffen. Tatsächlich auch einige Zuschauer am Start. Aber guckt euch mal diese Schlange an. Ja? Zum Glück haben wir mit so einem Geheimtipp in einem Laden um die Ecke noch ein paar Tickets bekommen. Denn eigentlich ist es völlig ausverkauft. Aber das ist ein absoluter Geheimtipp, wenn ihr mal hier irgendwie in Paris seid und nicht hier anstehen wollt. Organisiert euch entweder Tickets online, wenn die nicht ausverkauft sind. Oder guckt mal in diesen kleinen Tabakläden, die auch irgendwelche Tickets verkaufen. Denn ihr seht, an dieser Schlange würdet ihr sonst irgendwie 3, 4, 5 Stunden anstehen, wenn ihr irgendwie am Feiertag oder Halloween oder was weiß ich was hinkommt. Und das ist auf jeden Fall 4, 5 Stunden, sagt er gerade. 4, 5 Stunden stehen sie an. Und ja, ich würde jetzt gleich noch einen rauspicken und dem einen Tipp geben vielleicht. Und dann gehen wir mal rein, denn da vorne ist jetzt der Eingang in die Katakomben. Und wir müssen nur hier anstehen. Das ist unsere Schlange, Benni. Ja, geil, Mann. Glück gehabt. Glück gehabt. Empfehlen. Übrigens, danke an die Jungs hier, die uns den Tipp gegeben haben. Genau, zwei Deutsche haben uns eben in der Schlange vorne den Tipp gegeben. Wir dachten schon, wir kommen gar nicht mehr rein und dann müssen 5 Stunden da stehen, ey. Ja. Hammer, vielen Dank, falls ihr das seht. Geht's hier runter, immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Geht's immer tiefer rein. Wir sind jetzt ungefähr 1000 Treppen runtergestiegen, nicht ganz, aber fast. Alter Schwede, hier sind die dann vergraben worden in der Ecke. Und das sind riesige Tunnelsysteme. In dieser schwarzen Linie hier oben haben sie sich übrigens orientiert, bevor es Elektronik gab, damit mir irgendwie durchkam überhaupt. Hier, man sieht sie gerade ein bisschen. Da. Mit diesen Zahlen hier wurden die Stützpfeiler markiert und das heißt zum Beispiel, das hier ist der 85. oder 83. Stützpfeiler, der 1878 gebaut wurde. Damit das hier nicht alles einbricht. Genau, und das ist der Architekt, der das gebaut hat. Und hier vorne, wenn man hier rüber geht, sieht man sogar die Straßennamen, die da drüber sind, oder? Was ist das? Ja genau, es gibt parallel dazu Straßen natürlich oberirdisch und an den Straßenschildern ist auch vermerkt, welcher Tunnel sich quasi darunter befindet. Also muss man mal drauf achten, wenn man oben unterwegs ist, entlang des linken Seineufers befinden sich diese Tunnel. Der Information Flow. Ja. Hier sehen wir jetzt die ersten Gerippe. Wie der wohl mal hieß. Boah, wie die sich hier stapeln, ne? Krass, oder? Wie viele Menschen hier aufeinander gestapelt wurden, das ist wirklich unfassbar. Vor allem, wenn man überlegt, dass da noch tausende Gänge so weitergeht. Hier überall mit diesen Toten, mit den Leichen. Sogar in Herzform die Totenschädel gestapelt. Sehr nett. Hier hat man jetzt mal den Größenvergleich, wenn man das sieht, wie hoch die Knochen hier gestapelt wurden. Das ist wirklich unfassbar. Und hier geht es kilometerweit so weiter. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich will nicht wissen, wie viele Leichen hier begraben wurden. Millionen? 2 Millionen? 3 Millionen? 4 Millionen? 5 Millionen? Geht immer weiter vorbei an tausenden Toten. Das ist so krass, Benni. Würdest du deinen Schädel auch gerne hier lassen? Oh, da ist was runtergefallen. Das war glaube ich, ein Kopf. Es tropft zwischendurch auch von der Decke. Halt doch mal deinen Mund runter, Benni. Lecker. Hier wurden erst 1843 aufgestapelt, die anderen sind schon was älter. Aber wie gesagt, vom Steinbruch zum Totenbett, die Pariser Katakomben. Alles geht in diesen Tunnel. Das war natürlich nur ein kleiner Teil, den wir überhaupt jetzt besuchen konnten. Die sind riesig, komplett unter Paris. Der meiste Teil aber gesperrt. Und wie gesagt, da verschaffen sich viele Leute illegal Zugang, machen noch Partys, da schlafen auch welche, wohnen auch welche drin. Neben diesen ganzen Totenschädeln ist schon ziemlich krass, die Katakomben von Paris, oder? Ja, auf jeden Fall. Empfehlung? Die brauchen scheinbar Platz, weil der Friedhöfe nicht mehr genug Kapazität hatten. Ey. Also gute Lösung, Alter Schwede, ja, und vorher Steinbruch halt. Ey. Krasse Nummer. Also ich kann es empfehlen, ist sehr beeindruckend. So viele Schädel und Beinknochen habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Sollte man mal machen. Attends, comment veux-tu que je perde? J'ai des responsabilités, plus de peps avant. J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde. J'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. Was für eine unglaubliche Kirche in Notre Dame, was für ein krasses Erlebnis hier in Paris mit den Katakomben, mit Sacré-Cœur, dem Eiffelturm und noch viel, viel mehr. Und dieser Stadt gibt es halt unglaublich viel zu sehen. Wir sind übrigens mit einem Fahrer rüber gedüst, aber es empfiehlt sich wirklich, das Metrosystem zu nutzen. Ja, und der Glöckner von Notre Dame ist auch hier wieder zugefallen. Ja, super, ich gehe gleich wieder hoch, die Glocken läuten. Nee, war, ist eine wunderschöne Stadt hier, Paris. Kann man nur sehr empfehlen. Ganz viele alte Gebäude, Kirchen, Museen. Also wer Bock auf sowas hat, sollte unbedingt mal hier vorbeischauen. Auf jeden Fall.
jeden Fall. Das Coole ist, ich könnte euch theoretisch sogar meinen Trip senden und ihr könntet mich bei diesem Trip über Kajak verfolgen. Auch sehr geil. Oder wenn man zum Beispiel der Mutti den Trip schickt, damit die sich keine Sorgen macht. Oder dem Kumpel, der da mitreist und so weiter und so fort. Was wir auch noch vergessen haben, haben wir eben ein cooles Foto von der Anna gemacht mit diesem coolen Kajak-Facebook-Filter. Der sieht auch nicht schlecht aus, nicht zu verachten auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle aus Paris. War auf jeden Fall ein abenteuerliches Video. Vielen Dank nochmal an Kajak für den ganzen Support und die Einladung hin. Und ich muss sagen, die App ist wirklich cool, sonst würde ich dafür auch nicht Werbung machen. Ne? Will ich nur mal einen Raum werfen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video und schaut doch auch mal auf dem Kanal vorbei. Da gibt es nämlich noch jede Menge Freunde. Also, stay tuned.